Ich wollte gerade noch sagen, wohl dem, der am Fenster sitzt. Aber ja, ist wahrscheinlich laut draußen, ne? Trotzdem wünsche ich euch viel Kraft und Gottes Segen für diese Predigt, weil ja, es ist doch recht heiß. Aber lasst mich, bevor wir loslegen, ein kurzes Gebet sprechen. Herr, wir wollen heute dir begegnen. Dir begegnen in deinem Wort. Und demütig wollen wir dich bitten. Was wir nicht wissen, das lehre uns. Was wir nicht haben, das gib uns. Und was wir nicht sind, das mache uns. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Meine Lieben, wir sind in Römer Kapitel 8. Und jeder, der weiß, wie viele Kapitel der Römerbrief hat, der weiß, wir haben Bergfest. Nicht wahr? Das heißt, ungefähr die Mitte erreicht. Jetzt geht es nur noch bergab, könnte man sagen. Nein, geht's nicht. Es geht trotzdem bergauf. Und es ist aber nicht nur Bergfest, es ist nicht nur die Hälfte, es ist eigentlich auch das Zentrum, könnte man sagen. Und nicht wenige Theologen halten Römer Kapitel 8 für das Zentrum des Römerbriefs. Es ist pures Evangelium, Evangelium auf den Punkt gebracht, Evangelium zentriert. Eine unglaublich wichtige Botschaft in kurzen, knappen Sätzen zusammengefasst. Und in der letzten Predigt hat uns Michael schon an geniale und wunderbare Wahrheiten erinnert. Er sprach von dem Durchbruch ins neue Leben. Wir hatten die Hoffnungslosigkeit der Menschheitsgeschichte oder des Menschengeschlechtes gesehen, nicht wahr? Sie kann und sie will ihre Knie nicht vor dem lebendigen Gott beugen. Das hat uns der Text so eindrücklich gesagt. Der Mensch will sich nicht vor Gott beugen. Und trotzdem, zu unserer Erstaunung, sehen wir in unserem Leben und im Leben vieler anderer, dass es doch geschieht und dass Menschen dem Schlund der Hölle entrissen werden. Das passiert. Und dann ist keine Verdammnis mehr für sie übrig. Nicht ein Gramm Verdammnis. Nichts, was durch die Hintertür doch noch in ihr Leben kommen kann. Es gibt genau gar keine Verdammnis mehr für diejenigen, die zu Jesus Christus gehören. Und dabei haben wir in diesem Prozess der Errettung gesehen, dass es vor allem ein Hauptakteur gibt. Und der wird in diesem Kapitel sehr stark betont. Ein Hauptakteur. Und das ist nicht der Mensch. Nicht der Mensch. Es ist nämlich der Heilige Geist. Und jemand sagte mal, dass der entscheidende Teil im Leben eines Christen ist außerhalb von ihm. Es geschieht außerhalb von ihm. Der wichtigste Teil der Errettung ist nicht das, was wir tun, sondern das, was jemand an uns tut. Und dieser jemand ist kein geringerer als der Heilige Geist. Er spielt die entscheidende Rolle. Und so ist das Kapitel 8, das Kapitel des Heiligen Geistes. 35 Mal finden wir das Wort Pneuma oder Geist im Römerbrief und ganze 22 Mal im Kapitel 8. Wenn wir uns das Schaudiagramm anschauen, dann sehen wir zur Mitte des Briefes einen gewaltigen Peak. Und zwar, ja, ich meine, wenn es um das Wort Heiliger Geist geht. Und in den ersten 17 Versen sehen wir das Wort 18 Mal. Also der Grund, warum es für einige Menschen keine Verdammnis gibt, ist der Heilige Geist. Aber nach all dem, was wir jetzt so viele Facetten im Römerbrief gelernt haben, müssen wir uns nun eine Frage stellen. Und zwar eine ganz persönliche Frage. Habe ich das erlebt, was der Römerbrief lehrt? Oder ist das eine theologische Wahrheit, die irgendjemand mal sagt, die ich gut verstanden habe, die ich sogar vielleicht verteidige? Aber ist es eine Sache, die ich erlebt habe? Nicht nur verstanden, sondern wirklich erlebt habe. Bin ich noch im Fleisch oder bin ich schon im Geist? Woher kann ich ganz persönlich wissen, dass ich die Schwelle vom Tod zum Leben überschritten habe? Bilde ich mir vielleicht nur ein Christ zu sein? Oder bin ich es wirklich?
Meine Lieben, heute wird uns kein Geringerer als der Apostel Paulus selbst Hinweise geben, wie ich das messen kann, wie ich das überprüfen kann in meinem Leben, ganz persönlich. Bin ich vom Tod zum Leben hindurchgedrungen oder noch nicht? Und vielleicht willst du dir gar nicht diese Frage stellen. Vielleicht kurfst du um diese Frage herum und dir gelingt das ganz gut. In deinem Leben dominiert Gleichgültigkeit. Und diese Gleichgültigkeit ist verrührt mit ein bisschen Glauben an Jesus Christus. Und schon ist der Gifttrunk falscher Heilsgewissheit gebraut. Dann kann dir die heutige Botschaft der berühmte Schuss vor dem Bug sein. Der berüchtigte Warnschuss vor dem Bug sein. Und Paulus gebraucht nämlich in unserem Text zweimal den Ausdruck, wenn wirklich, Vers 9, und wenn wirklich, Vers 7. Und so kannst du dir deiner Rettung gewiss sein, wenn wirklich der Heilige Geist in deinem Leben dich bewohnt, das ist unsere Gliederung, das ist Vers 9, dann dich belebt, das sind die Verse 10 bis 11, dann dich bewegt, die Verse 12 bis 15, und dann dir bezeugt, das sind die Verse 16 und 17. Dich bewohnt, dich belebt, dich bewegt, dir bezeugt. All das ist das Wirken des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Also, in der letzten Predigt ging es dann, und Michael hatte seine Predigt so überschrieben, der Durchbruch ins neue Leben, und heute soll es dann, und das ist der Predigttitel von heute, die Gewissheit des neuen Lebens. Und beim nächsten Mal, so Gott will und wir leben, werden wir hören von Juri von der Hoffnung des neuen Lebens. Aber woher kann ich jetzt ganz persönlich wissen, dass ich die Schwelle zum ewigen Leben überschritten habe? Paulus gibt uns eine geradlinige Antwort. Aber lasst mich jetzt einmal den Text in seiner Gänze lesen. Wir lesen ab Vers 9, Römer Kapitel 8, ab Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht mehr verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Lasst uns nochmal schauen in den Vers 9, in den ersten Vers und in unserem ersten Gliederungspunkt, der Heilige Geist bewohnt die Gläubigen. Wir lesen hier, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn wirklich, könnten wir auch übersetzen mit vorausgesetzt, dass der Geist in euch wohnt. Und im Griechischen ist dieses Wort für bewohnt ein ähnliches Wort wie Wohnung, eigentlich wie Haus. Und wenn wir das Ganze dann übertragen, könnten wir sagen, dass der Heilige Geist uns wie ein Haus behaust. Das tut der Heilige Geist. Wenn er das wirklich tut, wenn er wirklich eingezogen ist, dann sind wir nicht mehr im Fleisch. Und das bedeutet, was bedeutet, dass er eingezogen ist? Es bedeutet, er ist nicht mal da und mal nicht da. Er ist auch kein freundlicher Nachbar, der mal vorbeischaut. Er ist kein Gelegenheitsgast für emotionale Partystimmung. Er ist auch kein Untermieter oder Mieter. Nein, der Heilige Geist ist der Besitzer derjenigen,
in denen er wohnt. Der Heilige Geist hat also viele, viele Häuser. Und das ist nicht irgendwie dann sein zweit-, dritt-, viert- und fünfmillionster Wohnsitz. Nein, alle Gläubigen sind das sein erster Wohnsitz. Und wir könnten damit sagen, dass der Heilige Geist wirklich der ist, die die meisten Eigenheime der Welt hat. Er wohnt in allen Gläubigen. Und übrigens, wisst ihr, was uns das sagt? Dass der Heilige Geist Gott ist. Wie kann ich das sagen? Nun, die Gegenwart in allen Gläubigen gleichzeitig setzt was voraus? Allgegenwart. Und Allgegenwart ist die Eigenschaft Gottes. Also, in wem der Heilige Geist wohnt, der ist nicht mehr im Fleisch. Und wir erinnern uns, was das bedeutet. Michael hat uns das gut aufgezeigt. Es bedeutet nicht mehr entsprechend der alten, natürlichen, geburtsmäßigen Wesensart zu sein. Es bedeutet nicht mehr Sklave der Sünde zu sein. Es bedeutet nicht mehr sündigen zu müssen. Um in der Sprache von Römer 8 zu bleiben, trachtet man, wenn man im Fleisch ist, auf das Antigöttliche. Und wenn man nicht mehr im Fleisch ist, dann trachtet man und sehnt man sich nach dem, was Gott gefällt. Und das kommt hervor, wenn der Heilige Geist in einem wohnt. Dann ist man nicht mehr in dieser alten Ordnung. Zusammengefasst könnten wir sagen, nicht mehr im Fleisch zu sein bedeutet, dass unsere Herzensrebellion ein Ende gefunden hat. Und nun hat die Herrschaft Christi uns in unser Herz Platz genommen und sie ist angebrochen. Aus Hass ist Liebe und aus Widerstand ist vertrauensvolle Nachfolge geworden. Und damit, meine Lieben, ist man oder sind die Gläubigen, die den Heiligen Geist haben, der Verdammnis entflohen. Und all das kommt in unser Leben, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Und so müssen wir etwas für uns schlussfolgern. Das ist ganz wichtig. Wir müssen schlussfolgern. Du kannst vieles haben. Du kannst eine lupenreine Definition aller biblischen Lehren haben. Du kannst das ganze Neue Testament auswendig in deinem Kopf haben. Du kannst 100.000 Euro Steuerrückzahlungen bekommen, weil du so viel Geld wegspendest. Du kannst die Selbstlosigkeit von Mutter Teresa haben und du kannst einen Märtyrertod wie Paulus haben. Aber wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann lesen wir weiter in Vers 9. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Okay, ich muss den Heiligen Geist haben, das habe ich verstanden. Woher weiß ich aber, dass der Heilige Geist wirklich in mir lebt? Ich hatte nie eine zerteilte Zunge wie Feuer, wie bei Pfingsten, die auf mich herabkam. Ich hatte nie diese ungeheure Kraft wie Simson, auch keine langen Haare. Ich rede nicht in Sprachen wie die Korinther. Ich fühle keine Macht, die mich durchströmt und ich habe auch kein wohliges Gefühl seiner Anwesenheit. Woher weiß ich also, dass der Heilige Geist wirklich in mir wohnt? Nun, stell dir mal Folgendes vor. Bei dir nebenan, zu Hause, neues Haus wurde gebaut oder da steht schon ein älteres Haus und da ziehen auf einmal die Vandalen ein. Ich hoffe, jeder weiß, was Vandalen sind. Das sind Leute, die vandalieren, die alles kaputt machen. Wirst du das irgendwann merken, dass die dort wohnen? Ich denke schon. Selbst wenn du sie nie zu Gesicht bekommst, du wirst es ein Stück weit bemerken. Oder nebenan ziehen die Messis ein. Oder ein Messi, nicht der Fußballspieler. Das wirst du auch merken. Sondern wirklich Messis. Wirst du es merken? Vermutlich schon. Irgendwann ist alles verwüstet. Oder aber bei dir ziehen chinesische Studenten ein, wie bei einem alten Bekannten von mir. Denn jeden Dienstag gab es Karaoke-Bar. Ja, die Vandalen, die vandalieren. Die Messis sind Schnäppchenjäger und Sammler. Und die Asiaten, nicht alle natürlich. Ich möchte nicht alle über den Kamm scheren, aber gerade die haben damals sehr viel Karaoke gemacht. Also, wenn Menschen irgendwo wohnen, dann hinterlässt das Spuren. Und wenn der Heilige Geist irgendwo wohnt, dann auch. Dann hinterlässt er auch Spuren. Und das führt dann zu unserem zweiten Punkt heute. Der Heilige Geist erstens bewohnt die Gläubigen und zweitens er belebt die Gläubigen. Das lesen wir
dann in Vers 10, da heißt es, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber das Leben um der Gerechtigkeit willen. Und an dieser Stelle müssen wir einen kleinen Einschub machen, bevor wir jetzt zu dem belebt, also der Heilige Geist belebt, kommen. Und zwar, wer gut aufgepasst hat an dieser Stelle, wird eins festgestellt haben. Wenn wir Vers 9 und Vers 10 vergleichen, dann wird der Heilige Geist und Jesus fast austauschbar verwendet. Auf der einen Seite wohnt Christus in uns und dann der Heilige Geist. Und wir können uns die Frage stellen, wer ist es nun? Ist es Jesus oder ist es der Heilige Geist? Wer ist es nun? Und die Vertreter des sogenannten Modalismus, das ist eine Lehre, ihr Lehrer, reiben sich an dieser Stelle die Hände und sagen, voilà, eine Beweisstelle für das, was wir denken. Denn sie sagen, Gott besteht nicht in drei Personen, sondern ist eine Person. Er ist wie ein Schauspieler, der mal in die Rolle des Vaters, dann in die Rolle des Sohnes und dann in die Rolle des Heiligen Geistes schlüpft. Also nicht drei Personen, sondern drei Erscheinungsformen oder drei Manifestationen. Und deswegen kann Paulus hier einfach Jesus und den Heiligen Geist austauschen, wie er will. Nun, es gibt genügend Bibelstellen, die dieser Lehre den Wind aus den Segeln nehmen können. Aber unsere Stelle hier lässt sich am allerbesten mit Johannes 14, Vers 23 erklären. Johannes 14, 23, da lesen wir, wenn aber 14,23, Jesus antwortete und sprach ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, das heißt der Vater und ich, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und in diesem Kontext spricht er vom Heiligen Geist. Und das ist hier das, was Paulus macht. Er weiß, dass mit dem Heiligen Geist die ganze Dreieinigkeit in dem Gläubigen wohnt. Und deswegen kann er sie so austauschbar gebrauchen. Und Benedikt Peters, der drückt das sehr, sehr schön aus. Er sagt, der Vater ist Gott, Christus ist Gott, der Geist ist Gott. Sie sind immer miteinander verbunden und wirken immer zusammen. Die drei Personen werden in der Bibel unterschieden, aber sie werden niemals geschieden. Sie werden unterschieden, aber nicht geschieden. Und deswegen kann Paulus sich hier so ausdrücken. Aber kommen wir zurück zu der Tatsache, dass das Wohnen des Heiligen Geistes in dem Gläubigen Spuren hinterlässt. Es hat Folgen, wenn ein Mensch zum Eigenheim des Heiligen Geistes wird. Paulus sagt zunächst, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen. Vereinfacht könnten wir es folgendermaßen ausdrücken. Wenn Christus in euch ist, so ändert das zunächst einmal nichts an eurem physischen Körper. Wenn der Heilige Geist in euch ist, dann bitte macht nicht den Fehler und schaut auf euren Körper, um dort Veränderungen zu finden. Macht nicht den Fehler. Und hier müssen wir eins feststellen, wenn wir uns diesen ganzen Text durchlesen, dann springt Paulus hier von Fleisch zu Leib. Er spricht nicht mehr von der alten Ordnung in der natürlichen Ordnung zu sein vor der Bekehrung, sondern jetzt spricht er von unserem Körper, von unserem Leib. Und dieser Körper ist und bleibt tot, das sagt er hier. Daran ändert die Anwesenheit des Geistes nichts. Das bedeutet offensichtlich nicht, dass der Körper mausetot ist und sich nicht bewegen kann, ansonsten wärt ihr heute Morgen nicht hier. Das meint Paulus auch nicht. Was er meint ist, der Körper ist immer noch der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit unterworfen. Der Körper kränkelt, er altert und am Ende hilft keine Medizin und keine Antifaltencreme. Er wird alt und er stirbt. Gleichzeitig aber bleibt unser Körper immer noch in gewisser Weise in der alten Ordnung verhaftet, in der alten sündigen Natur verhaftet. Er wird nicht befreit von der Macht der Sünde. Unser Körper ist und bleibt ein Rebell gegenüber den Forderungen Gottes. Der Leib bleibt ein fauler Sofa-Liebhaber. Der Leib begehrt immer noch, was ihm nicht zusteht. Der Leib bleibt egozentrisch und selbstverliebt. Er sucht nach Selbstbefriedigung, nach Anerkennung. Er kann nicht und will immer noch nicht, was Gott will. Wir können sagen, der Leib bleibt ein unverbesserlicher Zeitgenosse.
Und so ruft Paulus am Ende von Römer 7 aus: Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dieser Zustand, meine Lieben, auch für uns, der endet nicht mit dem Einzug des Geistes. Und der wird noch lange Zeit nicht enden für den einen oder anderen von uns. Und Alexander McLaren, ein herausragender Bibelgelehrter, hat in seiner Zeit, als er gepredigt hat, auch durch den Römerbrief gepredigt. Und dann war der ziemlich lange in Römer Kapitel 7. Er hat wahrscheinlich viel mehr Predigten gemacht als wir. Wir haben das nicht so erlebt wie er, aber irgendwann mal wurde es einem seiner Gemeindemitglieder zu bunt. Er ging zum Pastor und sagte: Pastor, wir sind jetzt schon so lange drinnen in Römer 7. Wann sind wir endlich fertig mit Römer 7? Und McLaren sagte dann zu ihm: Lieber Bruder, in deinem ganzen Leben wirst du nicht fertig mit Römer 7. Und was er damit meinte, ist, dass wir nicht rauskommen in diesem Leben, aus diesem Leib. Und deswegen haben wir immer wieder, bis zum Ende unserer Tage, ist damit zu tun, gegen unser Fleisch, gegen die alten Wesensmerkmale des Fleisches anzukämpfen. Und wir können den fleischlichen Wesensmerkmalen also nicht entfliehen, ehe wir dem Leib entfliehen. Also, du brauchst nicht auf deinen Leib zu schauen, das hatten wir schon gesagt, um die Anwesenheit des Geistes festzustellen. Du wirst erkranken, du wirst sterben und all das sagt nichts darüber aus, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Stattdessen schaue auf den Geist. Und das lesen wir dann weiter in Römer Kapitel 8, Vers 10. Da heißt es: Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das bedeutet unser Geist. Wir könnten auch sagen, unser Herz oder unser innerer Mensch, der durch den Geist erweckt und auferweckt worden ist. Früher waren wir tot, ohne Leben in Bezug auf Gott. Aber jetzt ist unser Geist auferweckt. Früher war da gähnende Gleichgültigkeit für Gottes, für alles Göttliche. Aber jetzt sprudelt da freudige Neugier. Früher war da verbissene Rebellion. Jetzt ist aber gelöste Gefolgschaft. Und so brauchen wir nicht auf unseren Leib zu schauen, um die Anwesenheit des Geistes auszumachen, sondern auf unseren inneren Menschen. Hab Acht auf deinen Geist. Interessiert er sich für Gott? Schlägt dein Herz für Gottes Sache oder schlägt es immer noch für die alten Dinge dieser Welt? Daran kannst du es merken. Wenn wir jetzt den Text weiter studieren, werden wir eine Sache feststellen. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann hat das unaufhaltsame Folgen. Unaufhaltsame Folgen. Wir könnten sagen, wenn der Heilige Geist in dir wohnt und dein Geist belebt hat, dann wird eines Tages dein Leib auch nachziehen. Dein Leib wird nachziehen. Dann haben alle Krankheiten und alle Trauer und alles Sündigen ein Ende. Christen wurden von der Strafe der Sünde befreit. Sie wurden von der Macht der Sünde befreit. Aber dann kommt auch unaufhaltsam der Tag, an dem sie von der Gegenwart der Sünde befreit werden, wenn sie von ihrem Leib befreit werden. Und wir merken, Paulus möchte hier eine Sache betonen, und zwar Sicherheit. Drei Dinge sind es. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit für die Gläubigen. Das möchte er hier betonen. Wenn das eine vorhanden ist, so sagt er, dann wird das andere folgen. Und schaut, lass uns das im Text sehen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, und hier geht es um Gott, den Vater, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ist Punkt A da, kommt auch Punkt B. Genau das will er hier sagen und nichts weniger. Meine Lieben, hier ist die Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils. Hier ist die Rede davon, dass wenn Gott sein Werk angefangen hat, dann wird er es auch vollenden. Gott ist keiner, der 5 Projekte anfängt, aber nur 3 davon beendet. Wir Menschen sind vielleicht so, aber Gott nicht. Meine Lieben, diese Lehre ist keine Vorliebe der BGA. Wisst ihr, was das ist? Bibelgemeinde ankommen. Manche fangen an, das so abzukürzen. Ich auch. Also, aber es ist keine Vorliebe von unserer Gemeinde.
Das ist eine Vorliebe des Paulus. Lasst mich euch das zeigen. Und wenn es die Vorliebe des Paulus ist, dann ist es inspirierte und beglaubigte Wahrheit durch den Heiligen Geist. Schaut mal, was er noch in Römer 6, Vers 22 gesagt hat. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Ihr habt. Das ist hier kein banges Hoffen, ob es am Ende irgendwie doch reicht, sondern das ist eine unerschütterliche Tatsache. Und dann 2. Korinther Kapitel 4, Vers 14, da sagt Paulus, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Er wird es tun. Hier heißt es nicht, er möchte es tun. Hier heißt es nicht, er versucht es zu tun. Nein, er wird es tun. Er wird es tun, das sagt er hier. Wir uns, oder ich finde das dann nicht in Ordnung, wenn wir sagen, nein, er wird es nicht tun. Und dann wird vielleicht jemand berechtigterweise sagen, und dann werde ich mich bedanken für diese Frage, wird jemand sagen, Waldemar, aber das gilt doch nur für diejenigen, die in Jesus Christus bleiben. Nur diejenigen werden doch am Ende gerettet werden. Sag ich, vielen Dank für den Einwand. Und schaut mal, was wir in 1. Johannes 3, Vers 9 lesen. Hier wird uns eine großartige Wahrheit über Kinder Gottes vermittelt. Jeder, der aus Gott geboren ist, lebt nicht dauerhaft in Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm. Denn er kann nicht dauerhaft in Sünde leben, weil er aus Gott geboren ist. Und hier das, was ich hier markiert habe. Sein Same bleibt in ihm. Und wenn wir Johannes etwas näher studieren und herausfinden wollen, was bedeutet Same, dann steht das immer für Kinder. Seine Kinder bleiben in ihm. Kinder Gottes bleiben in ihm. Und so sind Kinder Gottes sicher. Und in dem Lied des großen Theologen der Antike, Augustinus, hat er das so schön ausgedrückt. Als es um die Gewissheit geht, dass Christen wirklich bei Gott ankommen, da heißt es, die heiligen Gläubigen im Himmel, die im Himmel sind, haben vielleicht mehr Freude als wir, aber sie sind niemals sicherer als wir. Sie haben mehr Freude, aber nicht mehr Sicherheit. Und damit liegt er richtig. Und so werden Kinder Gottes einmal bei Gott leben. Und kurz vor seinem Tod sagte D.L. Moody, bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt das nicht eine Sekunde lang. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Meine Lieben, das werden diejenigen erfahren, die zu Christus gehören und die den Heiligen Geist haben. Und an dieser Stelle könnte dann vielleicht der Einwand kommen, ja Waldemar, aber bedeutet das in der Zwischenzeit, dass Christen die Sau rauslassen können und trotzdem in den Himmel kommen? Können sie dann einfach leben, wie sie wollen? Die Bibel macht uns hier eindeutig, zeigt uns das ganz klar auf, nein, so ist das nicht. Und das sehen wir in unserem dritten Punkt für heute. Denn der Geist Gottes erstens bewohnt nicht nur, zweitens belebt nicht nur, nein, er ist auch derjenige, der die Gläubigen maßgeblich drittens bewegt. Bewohnt, belebt, bewegt. Wir könnten auch sagen, die bewegende oder die dominante Kraft im Leben des Gläubigen ist nicht mehr die Sünde, sondern ist der Heilige Geist. Und das lesen wir in Römer 8, Vers 12. Guck mal, was hier steht. So sind wir also, Brüder, dem Fleisch nicht mehr verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Also, unsere alte Natur, der wir versklavt waren, schulden wir keinen Fingerbreit an Gefolgschaft mehr. Christen sind freigekauft. Wenn sie ihrem alten Herrn noch irgendwo auf der Straße begegnen, dann hat er keine Weisungsbefugnis mehr. Er kann ihnen noch so viel sagen, aber sie müssen nicht mehr auf ihn hören. Und genau das, meine Lieben, gilt auch für Christen. Nein, Christen leben deswegen auch nicht mehr nach dem Fleisch. Paulus hat uns mit dieser Wahrheit immer wieder bombardiert. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 5, da schreibt er, diejenigen, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Ja? Diejenigen, die diese neue Natur haben, sie trachten noch auf etwas Neues hin, und das ist das, was der Geist möchte. Oder Römer Kapitel 6, Vers 18.
Da heißt es, freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Mit anderen Worten, wie es hier heißt, wir sind nicht mehr verpflichtet oder wir sind nicht mehr Schuldner der Sünde, sondern wir sind Schuldner und verpflichtet, so wie wir damals der Sünde waren, jetzt der Gerechtigkeit Gottes. Das ist etwas, wo wir hingeführt werden. Deswegen ist es völlig widernatürlich für einen Christen, einfach so in der Sünde fortzuleben. Und deswegen schreibt dann auch Paulus, fährt er folgendermaßen fort, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Jeder, der so lebt, beweist, dass er immer noch dem Fleisch verpflichtet ist, dass er immer noch im Tod ist, im Fleisch ist. Er hat das Leben noch nicht ergriffen. Und jeder, der lebt, wird sterben, heißt es hier. So müsst ihr sterben. Und das Wort sterben hier meint nicht, dass sein Körper stirbt, sondern dass er für alle Ewigkeit sterben wird. Und dann fährt Paulus fort und sagt uns, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Meine Lieben, ja, in Christen wirkt der Geist. Und durch ihn leben sie nicht in der Sünde, sondern sie töten die Sünde, wo sie sie finden. Und die griechische Grammatik unterstreicht hier eine dauerhafte Tätigkeit. Sie fangen nicht einfach nur an, die Sünde mal zu töten. Nein, das tun sie immer wieder. Christen sind beständig dabei, zu erkennen, zu bekennen und dann die Sünde aus ihrem Leben zu verdrängen. Erkennen, bekennen, verdrängen. Das ist das, was ihr Leben prägt. Einige Länder in der Corona-Zeit verfolgten die sogenannte No-Covid-Strategie. Und wisst ihr, was Christen verfolgen? Die No-Sin-Strategie. Keine Sünde-Strategie. Da, wo sie sie finden, da versuchen sie sie auszurotten. Das heißt nicht, dass Christen auch mal heftig sündigen können. Wir denken da an David. Er hat Ehebruch begangen und wollte das Ganze mit einem Mord vertuschen. Aber leben konnte er damit nicht. Die Sünde prallte nicht von ihm ab wie Wasser von der Lotusblume. Er war erschüttert. Es ging ihm schlecht. Er sagte, mein Körper wurde krank. Und er konnte nicht einfach, die Freude fehlte ihm. Er konnte nicht einfach so in der Sünde leben. Und so sind Christen David. Sie wollen rein sein. Sie wollen nicht einfach nur rein sein, weil die dann das Ansehen ihrer Mitmenschen bekommen. Nein, sie wollen rein sein, auch im Inneren, wo es kein Mensch sieht. Und dann deswegen beten sie, so wie der Psalmist in Psalm 19, Vers 13, von den verborgenen Sünden reinige mich. Das ist ihr Wunsch. Sie wollen nicht irgendwelchen Menschen gefallen, sie wollen Gott gefallen. Und deswegen bitten sie Gott, radiere alle Sünde weg von mir. Alle, auch die verborgenen, von denen ich nicht weiß, dass sie da sind, zeig sie mir, ich möchte sie raushaben. So sind wahre Christen. Und so erleben Christen, was John Newton, der große Pastor und auch Lieddichter, einmal geschrieben hat. Er sagte, ich bin nicht der Mann, der ich sein sollte. Ich bin nicht der Mann, der ich sein will. Ich bin nicht der Mann, der ich hoffe zu werden. Aber durch Gottes Gnade bin ich auch nicht mehr der Mann, der ich einst war. Das erleben Christen. Sie erleben fortwährende Heiligung. Und wer Heiligung erfährt, oder nur der Heiligung erfährt, der wird auch den Himmel erfahren. Und damit wird deutlich, wer wirklich zu Gott gehört. Dann schaut mal, wie es weitergeht. Ja, das ist noch dieser Satz, der uns hier zeigt, wer Heiligung erfährt, wird auch den Himmel erfahren. Das heißt, so werdet ihr leben. Das bedeutet ewig leben. Aber durch diese fortschreitende Heiligung können wir merken oder wird deutlich, dass wir wirklich zu Gott gehören. Denn schaut mal, wie es weitergeht. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Und wir müssen hier auf dieses Bindewort Acht geben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind. Oder maßgeblich bestimmt sind, maßgeblich von ihm gelenkt werden.
Und das bedeutet, und was bedeutet es also nun, geleitet zu werden von dem Heiligen Geist? Es bedeutet, die Taten des Leibes zu töten. Denn dieser Vers bezieht sich auf den Vers davor. Echtes Geleitetsein, da meinen einige, es bedeutet, Träume, Visionen, innere Impulse oder Eingebungen zu haben. Aber du kannst so etwas ständig haben und nicht geleitet sein vom Heiligen Geist. Oder du kannst so etwas nie erleben und trotzdem geleitet sein vom Heiligen Geist. Wie weißt du das? Indem du beständig dabei bist, die Taten des Leibes zu töten. Entscheidend ist, verändert werden durch den Heiligen Geist. Und wenn du all diese Visionen hast, all die Träume erlebst, wie ich das vor kurzem von einem gehört habe, der alles Mögliche auch erlebt hat, und ich will es ihm gar nicht kleinsprechen, aber solange du nicht geleitet bist vor dem Heiligen Geist, bringt dir das gar nichts. Und du kannst das mit Verlaub ein Stück weit in die Tonne kloppen. Andere fühlen sich geleitet, weil sie meinen, alles in der Bibel verstanden zu haben. Und sie sagen sich, ja, ich habe wirklich die Weisheit. Ich bin wirklich derjenige, der von Gott geleitet ist. Und zu denen lasst uns Spurgeon sprechen lassen. Er sagte, wenn Theologie nicht dein Verhalten verändert, dann wird sie auch nicht den Ort verändern, an dem du die Ewigkeit verbringen wirst. Und so zeigt uns Paulus, wohin der Geist leitet, nämlich zur Heiligung hin. Aber dann fährt er fort und zeigt uns auch, wie der Heilige Geist leitet, wie er die Gläubigen bewegt. Schaut, das sehen wir in Römer Kapitel 8, Vers 15. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Denn der Geist, den die Gläubigen empfangen haben, er ist, meine Lieben, kein Sklaventreiber, das sagt uns dieser Text. Er steht nicht hinter uns mit erhobenem Zeigefinger. Er ist nicht der Henkersbüttel, der uns Beine macht, wenn wir nicht spuren. Er schwingt nicht die Keule der Verdammnis über unsere Häupter. Nein, der Heilige Geist treibt uns nicht mit Furcht, sondern erfüllt die Herzen der Kinder Gottes mit herzlicher Sehnsucht zum Vater. Schaut, wie es hier weitergeht. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das zeichnet Kinder Gottes aus. Wir könnten noch übersetzen mit kindlich Papa. Da ist ganz viel Vertrauen drin. Da ist herzliche Zuneigung drin. Da ist der Wunsch nach Beziehung da. So leitet der Heilige Geist. So leitet der Geist, den wir empfangen haben. Der Geist der Gotteskindschaft, er treibt nicht durch äußeren Zwang, sondern bewegt durch inneren Drang. Und das führt uns dann zu unserem letzten Punkt für heute. Der Heilige Geist bezeugt. Der Heilige Geist bezeugt den Kindern Gottes, dass sie Kinder Gottes sind. Und das lesen wir in Vers 16. Da heißt es, der Geist selbst oder der Geist höchstpersönlich bezeugt mit höchster Gewissheit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich halte das für die beste Übersetzung. Lass mich nochmal lesen. Der Geist selbst oder höchstpersönlich bezeugt mit höchster Gewissheit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Kein geringerer als der Heilige Geist bezeugt uns das. Meine Lieben, in diesem Kontext geht es hier über Adoption. Und damals, wenn jemand adoptiert wurde, dann kam das vor, dass jemand das in Frage gestellt hat. Und dann gab es aber bei der Adoption immer die 7 Zeugen. Und die 7 Zeugen haben gezeigt, er ist wirklich adoptiert und das sollst du nicht in Frage stellen. Und Paulus spielt auf diese Sitte der Römer an und sagt hier, meine Lieben, hier sind es nicht die 7 Zeugen, hier ist es der Heilige Geist höchstpersönlich, der den Gläubigen bezeugt, dass sie zu Gott gehören. Und die Frage, die hier wieder auf der Hand liegt, ist, wie bezeugt er das? Wie kann ich das persönlich erleben, dass er mir bezeugt? Meine Lieben, ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand und kommt aus dem Kontext. Der Heilige Geist bezeugt durch die Tatsache, dass er die Gläubigen bewohnt, belebt und bewegt. Dadurch bezeugt er ihn.
Dadurch, durch das, was wir schon gesehen haben. Sein Bezeugen ist weit mehr als sporadische Gefühlswallungen von der Dauer einer Silvesterrakete. Es ist mehr als gelegentliche spirituelle Erlebnisse, um danach wieder zu kalt zu sein wie ein Eiswürfel. Wenn der Heilige Geist in einem lebt, dann hat das gravierende Auswirkungen. Und wenn der Heilige Geist, und so bezeugt dann der Heilige Geist durch Veränderung. Durch Veränderung. Wenn du Veränderung nicht siehst, oder lass uns Spurgeon dazu nochmal sprechen lassen. Nur wenn dein Leben ganz grundlegend verändert wird, dann wurde auch der Ort, an dem du die Ewigkeit verbringen wirst, verändert. Wenn da aber dein Leben sich nicht verändert, dann bist du immer noch auf dem Weg in die Hölle. Und bitte, rede dir da nichts ein. Aber an dieser Stelle, bitte mach nicht den Fehler, dass du jetzt auf einen bestimmten Grad der Heiligung schaust und dann unsicher wirst. Ja, bin ich jetzt rettet oder nicht? Bitte denk nicht, ich bete nicht wie George Müller, ich bin nicht so mutig wie Paulus, ich bin nicht so weise wie John MacArthur und ich bin nicht so demütig wie Mose und sonst geht es mir auch ganz schlecht. Also schau nicht auf ein bestimmtes Maß an Heiligung, an einen Grad der Heiligung, sondern schau auf den Prozess der Heiligung. Stell dir die Frage, gibt es Fortschritte? Stört mich die Sünde? Oder habe ich mich mit ihr arrangiert? Bist du bereit, die Sünde anzukämpfen? Oder ist sie dir so lieb und teuer, dass du sie nicht hergeben möchtest? Bist du bereit, konkrete Schritte in deinem Leben zu gehen oder nicht? Wenn nicht, dann mach dir Sorgen. Ich war letztens sehr ermutigt von einigen Brüdern in der Gemeinde. Sie haben mir gesagt, ja, Waldemar, klappt nicht immer, morgens früh aufstehen und stille Zeit zu haben. Aber die Männer, die sind da nicht zufrieden damit. Sie geben sich damit nicht zufrieden. Sie haben sich jetzt vorgenommen, Donnerstag sich zu treffen um 4.30 Uhr, um die Taten des Leibes zu bekämpfen. Sie sind bereit dazu. Und das ist ermutigend zu sehen. Und ich glaube, das ist eine Form, wie der Heilige Geist bezeugt, jawohl, das sind meine Kinder. Sie werden verändert. Sie sind bereit, an sich zu arbeiten. Sie sind bereit, die Sünde loszulassen, auch wenn es gegen all das ist, was ihr Fleisch von ihnen möchte. Und dann fügt Paulus noch einen Vers an, vor dem wir vielleicht nicht sofort sehen, warum er ihn überhaupt anspricht. Weil er verlässt irgendwie das Thema des Heiligen Geistes und wendet sich einem neuen Thema zu, scheinbar. Und das lesen wir dann in Römer 8, Vers 17. Da lesen wir, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir sehen, welches Wort heraussticht, nicht wahr? Das Wort miterben, mit ihm leiden, mit ihm verherrlicht werden. Meine lieben Kinder Gottes werden miterben. Aber sie werden nur miterben. Sie werden nur mit verherrlicht, wenn sie auch mitleiden. Das sagt der Text. Wir könnten hier an dieser Stelle sagen, Kinder Gottes können nicht Teilhaber sein. Ja, nur zu einem gewissen Grad Teilhaber sein. Und hier sehen wir dann auch, wie dieser Text mit dem davor zusammenhängt. Denn woher kommt es, dass die Menschen oder dass Christen leiden, wie es hier heißt? Woher passiert das? Was beschreibt uns die Bibel? Die Bibel sagt uns, die Menschen hassen Christus. Deswegen hassen sie uns. Und wenn Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes immer weiter verändert werden und Christus immer ähnlicher werden, dann ist es nicht verblüffend, dass die Menschen uns immer mehr hassen. Nicht wahr? Und so, sagt Paulus hier, Leiden hängt zusammen mit Heiligung. Und Heiligung, das ist etwas, was der Heilige Geist macht, um uns die Gewissheit zu geben. Kommen wir zum Schluss, meine Lieben. Paulus hat uns gezeigt, wenn wir wirklich die Schwelle vom Tod zum Leben überschritten haben, wenn wir wirklich der Verdammnis entflohen sind, dann bewohnt der Heilige Geist uns, dann belebt er uns, dann bewegt er uns und dann bezeugt er uns. Und so soll uns dieser Text zum ernsthaften Nachdenken anregen. Bin ich es? Oder bin ich es nicht?
Bilde ich mir etwas ein? Oder bildet mich der Heilige Geist wirklich in das Bild Christi? Und so lass mich schließen mit einer Aussage von Paul Washer. Wenn du dich Christ nennst, aber da ist keine Sehnsucht, da ist keine Begeisterung für die Aussage, tut alles zur Ehre Gottes, da ist keine Sehnsucht mehr, wie Christus zu werden und noch brauchbarer zu werden, deine Liebe zum Volk Gottes wächst nicht, dann musst du dich fürchten. Dann ist Besorgnis angebracht. Wenn du in heimlichen und tödlichen Sünden lebst, dann musst du dich fürchten. Denn dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Bekenntnis zu Christus unecht ist. Es ist unecht. Es ist unecht. Egal wie sehr du sonntags die Kirchenbank drückst, es ist unecht. Dann mach nicht einfach weiter, als wenn nichts wäre. Dann tue Buße und vertraue allein auf Jesus Christus. Und bitte Gott, dass er in dir das Ganze wirkt, wozu du selber nicht in der Lage bist. Wenn aber Spuren der Heiligung in deinem Leben zu erkennen sind, wenn du dich nicht auf deine eigene Anstrengung und Bemühung verlässt, um in den Himmel zu kommen, sondern dein Vertrauen weg von dir auf Jesus Christus hinlenkst, wenn echte Trauer über Sünde empfindest, wenn echtes Verlangen nach Gott da ist und wenn du Liebe zur Gemeinde verspürst, dann sind das echte Spuren des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und dann solltest du eins wissen, wenn diese Dinge auch nur schwach ausgeprägt sind. Und die finden wir in Matthäus 12, Vers 20. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführen wird. Damit lass mich schließen. Amen. Lass uns noch aufstehen und wir können noch beten.